Recklinghausen unsere ganz bezaubernde Jenny. Okay. Jung, blond und unbedarft. Ex-Heidekönigin Jenny Elvers. Ihre Premiere im TV 1994 als Assistentin in einer Show mit Carlo von Tiedemann. Wenn ich jetzt drehe mal ganz langsam. Sie macht das so toll, wie sie dreht, ne? Ich drehe bald durch. Ne? Klasse. Toll. Ein Jahr später. Hallo, Jenny. Hallo, Eva. Eine Frage, die alle bewegt. Warum bist du so blond? Ja, ich gebe viel Geld beim Friseur aus. Blond and Stupid. Ihr erster Song. Natürlich ironisch gemeint, weil ich in der Presse halt immer so als Blondchen betitelt worden bin. Und ist ja nicht gerade ein Wunder, jetzt mal ehrlich gesagt, ne? Aber du willst natürlich in eine ganz andere Richtung. Du willst nicht blond and stupid sein und diesem Vorurteil eigentlich nicht nachkommen, sondern du hast ganz andere Pläne. Du bist gerade dabei, in einem Film mitzuspielen. Nicht ganz unwichtiger Regisseur, nicht ganz unwichtige Rolle. Erzähl mal. Ja, ich drehe gerade in Berlin einen Film mit Detlef Buck. Also Detlef Buck führt Regie. Und unter anderem spielt auch Til Schweiger mit. Und ich spiele eine sehr schöne Rolle. Also eine kerze, witzige Rolle. Also nicht so das Blondchen-Klischee. Meilenstein der Schauspielkunst. Meine Pension ist halt hier im Gedächtnis geblieben, weil ich, ja, Sie wollen es ja nur noch erzählen, den Rock einmal hochziehe und ich wollte das drunter nicht anhabe. Ich wollte das, halt wollt das nicht. Du bist immer ganz zielstrebig deinen Weg gegangen. Hast dich selbst auf das Beste verkauft, selbst Eigenpromotion gemacht, ohne dass es unerwidrig war oder das hast du niemals gelernt, das Naturtalent. Ja, ich glaube schon. Also das kann man auch nirgendwo lernen. Also ich denke mal, man sollte auch vor allen Dingen immer auch das machen, was einem Spaß macht. Und das habe ich auch immer versucht zu machen. Und dann klappt das schon irgendwie. Irgendwann klappte es aber nicht mehr. Jenny macht 2012 Schlagzeilen mit einem alkoholvernebelten Auftritt bei Das. Letztendlich bin ich dann rückblickend durchaus auch der Sendung dankbar, weil es hat mir die Augen geöffnet und ein großer Cut ist passiert in meinem Leben, aber ein guter. Ich würde vielleicht hier wirklich nicht mehr sitzen. Ich kann heute sagen, mir geht's gut, ich bin glücklich, ich bin viel am Arbeiten und alles fein. Blond ist Helligkeit, blond ist Licht. Und blond ist manchmal gar nicht so doof.